Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video. Mal wieder mit meiner kleinen Michelle. Wir haben früher öfter solche Videos hier zusammen gedreht, aber schon lange keins mehr, weil wir diese Videos jetzt eigentlich immer für deinen Kanal machen, gell? Ja. Also, ja, weil ihr solche Videos so lustig ist, wohl, dann schaut unbedingt bei der Michelle vorbei, unten in der Infobox verlinkt. Ja, kommen wir aber zu diesem Video. Heute werden wir euch nämlich drei TikTok-DIYs zeigen, oder besser gesagt mit euch zusammen ausprobieren. Das Ganze machen wir zusammen mit der lieben Lisa von cutelifehacks.de. Checkt sie unbedingt ab, ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken. Die liebe Lisa postet auf ihrem Kanal regelmäßig solche Videos dieser Art mit Slimes, mit Squishies, DIYs, viele, viele tolle Sachen. Also unbedingt abchecken, ich werde sie euch verlinken. Ja, und ich würde mal sagen, kommen wir zu unseren DIYs. Wir werden heute nämlich probieren, live hier mit euch, ob das wirklich funktioniert, weil die kleine Michelle, wie ihr vielleicht wisst, sie liebt TikTok und ich mag TikTok eigentlich auch sehr, sehr gerne. Folgt ihr unbedingt, wie heißt du dort? Diamanta.kids. Genau. Ich werde euch das Profil auch unten in der Infobox verlinken. Also wenn ihr ihr folgen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und natürlich auch mir. Ich heiße Diana Diamanta. Aber die Michelle postet regelmäßig. Also nur mal so hier eine Bemerkung am Rande. Aber heute geht es nicht so um normale TikToks. Heute machen wir so Tests, ob diese DIYs, die dort gepostet werden, auch funktionieren. Also wir werden heute ein Squishy machen. Ein Scrunchie und ein T-Shirt. Genau, ein T-Shirt mit so einem Print. Aber lasst euch überraschen, mehr dazu kommt gleich. Das erste DIY, welches wir nachmachen, ist ein Papier-Squishy. Und es schaut ziemlich einfach aus, aber es schaut auch nach viel... Voll einfach. Ja, aber es schaut irgendwie nach viel Arbeit aus. Oder? Es ist eigentlich nicht. Okay, die Michelle sagt, ist es nicht. Die Michelle sagt, es wird spaßig. Deswegen machen wir das jetzt. Weißt du schon, was du zeichnen möchtest? Ein Brokkoli. Ein Brokkoli. Naja, ich hasse eigentlich Brokkoli, aber geht schon. Sie mag kein Brokkoli, aber sie zeichnet das Brokkoli. Alles klar. Ich zeichne dann einen Diamanten. Das ist ja mein Logo. Ja. Ihr braucht mal Papier, wenn ihr das auch gleich mit uns nachmachen wollt. Dann braucht ihr natürlich Stifte, weil ihr wollt ja was aufmalen im besten Fall. Dann braucht ihr Taschentücher, weil Taschentücher braucht ihr dann zum Reinstopfen. Man könnte auch einfach Klopapier benutzen. Ja, Klopapier ist aber gerade aktuell Mangelware. Ja, deswegen nehmt Taschentücher oder irgendwas anderes. Und dann braucht ihr noch Tixo, Klebeband, durchsichtiges Klebeband. Ja, das war's eigentlich, oder? Ich würde mal sagen, let's go. So, wir haben dann angefangen, auf einen zusammengeklappten DIN A4 Blatt unsere Motive raufzuzeichnen. Die Michelle hat hier ihren süßen Brokkoli gezeichnet und ich habe meinen Diamanten ganz grob mal mit Bleistift aufgezeichnet, bin aber dann anschließend mit schwarzem Filzstift das Ganze nachgefahren und ja, danach geht es eigentlich schon los mit Ausschneiden. Ich habe das dann ausgeschnitten und an den Rändern zusammengeklebt. Nicht zu vergessen, ihr müsst oben ein Loch frei halten, aber ihr müsst ja auch irgendwo die Taschentücher reinstopfen, also ihr habt das nicht vergessen mit dem Zukleben. Ja, dann hat auch schon die Michelle ihren süßen Brokkoli ausgeschnitten und bei der Michelle haben wir uns dann dazu entschlossen, Frischhaltefolie zu nehmen und den Brokkoli dann quasi somit komplett einzuhüllen. Fanden wir als besser, als sie nur so grob zusammenzukleben mit dem Tixo, weil er ja so detailliert ist. Ja, und dann haben wir einfach die Frischhaltefolie auch an den Rändern zusammengeklebt mit dem Tixo wieder. Und anschließend haben wir schon hier die Taschentücher rausgenommen. Jeweils eins hat eigentlich gereicht. Dann zurechtzupfen, klein reißen und dann könnt ihr schon das reinfüllen, so wie wir hier in unserer Luke, die wir uns ja freigelassen haben. Und wenn das dann fertig ist, dann könnt ihr das dann oben schon zusammenkleben. Ja, bei der Michelle war es ein bisschen schwieriger, den zu befüllen, weil ja die Form irgendwie so ein bisschen ausgefallener ist. Aber das haben wir auch geschafft und danach haben wir das zugeklebt und fertig. Also ging eigentlich doch relativ schnell. So schauen unsere fertigen Squishies aus. Squishies. Ich habe auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ein eher einfaches Motiv gewählt. Ging auch relativ schnell. Die Michelle hat mit ihrer Brokkoli da ein bisschen sich eine Arbeit angetan, aber es schaut voll cool aus und es ist sehr einfach und es macht auch Spaß.
Aber man braucht Geduld. Also wenn ihr ungeduldig seid, dann eher nicht so. Das nächste TikTok-DIY, das wir nachmachen werden, das ist ein bedrucktes T-Shirt. Und ihr braucht dazu oder dafür nicht mal diese Transferfolie, die eigentlich gar nicht so billig ist. Es soll angeblich mit Frischhaltefolie und Backpapier funktionieren. Ja, also für dieses DIY braucht ihr mal ein T-Shirt. Wir haben hier dieses schwarze Drück Michelle. Wir machen nämlich ein T-Shirt für die Michelle. Und die Michelle hat sich dieses Motiv ausgesucht. Hier steht Girl Boss, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Da wir leider keinen Farbdrucker haben, werden wir eine Notlösung uns überlegen. Und zwar werden wir dieses Girl Boss in bunt anmalen. Nachdem wir es dann ausgemalt haben mit den Filzstiften, habe ich es dann noch zurechtgeschnitten und anschließend haben wir es dann in unsere Frischhaltefolie eingepackt, so wie im TikTok-Video. Und ich habe es dann noch so ein bisschen zurechtgeschnitten, damit es auch irgendwie schön ausschaut. So, wie ihr seht, haben wir hier schon unser Bügeleisen aufgestellt. Ja, also falsch. Backpapier brauchen wir. Backpapier. Ich würde mal sagen, du platzierst dir das bitte so, wo du das gerne haben. Oh, jetzt kommt das Backpapier da drüber. Und jetzt geht's ran an den Speck, ne? Wir hätten das noch ein bisschen besser ausschneiden sollen. Ja. Oh mein Gott, es hat geklappt. Hä, wieso klebt es denn nicht? Ja. Also irgendwie haben wir da was falsch gemacht. Beim Waschen wird es kaputt gegangen. Vielleicht was anderes. Michelle und ich haben in Windeseile noch ein schönes Motiv gezeichnet. Sie hat sich jetzt Pommes ausgesucht. Und das werden wir jetzt ausschneiden. Yep. Und nochmal probieren. Ich schneide das jetzt noch so gut es geht. Mal schauen, ob ich das schaffe. So, neuer Versuch. Ich könnte es so als Tasche benutzen. Dann so. Also so, so dass es aussieht. So als Logo? Ja. Ja, mal. Drückt richtig fest an. So, meine Lieben, die Wahrheit kommt jetzt ans Licht. Hat es geklappt oder nicht? Ah, hat geklappt, schau, es ist dran. Yay! Ja, das geht. Das ist gegangen. Schau, wie schön es auch hier geworden ist. Ja. So, und so schaut unser T-Shirt aus. Ich meine, es schaut echt cool aus, aber uns löst es sich jetzt wieder hier an der Seite. Ja. Es funktioniert leider noch nicht so gut, aber es kann klappen, natürlich. Und es schaut auch cool aus. Du kannst euch selber ein T-Shirt machen. Vielleicht machen wir das nochmal nach. Vielleicht machst du das mal wieder auf deinem Kanal nochmal nach. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir schon zu unserer letzten DIY. Wir machen ein Scrunchie. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Scrunchie ist. In den 90ern war das schon modern. Das ist ein fluffiges Haar. Band, aber die Kinder tragen es eigentlich gar nicht in den Haaren, wie damals in den 90ern. Doch, ich trage es beim Turnen. Achso, okay. Die anderen haben ja. Ein Haarband, also am Armband. Am Armband. Und da gibt es da dieses TikTok, was wir gefunden haben, wo ein Mädchen scheinbar aus einem alten T-Shirt ein Scrunchie mit Heißklebepistole macht. Wir werden sehen, ob es so einfach ist, wie es hier ausschaut. Wir haben dafür uns auch, ne? Ein altes T-Shirt genommen von mir. Brauchen wir natürlich eine Schere, weil wir schneiden dafür einen Ärmel. Ich hoffe, das klappt. Dann haben wir eine Heißklebepistole. Ich hoffe auch, dass es klappt. Und was brauchen wir noch? Ein Gummiband. Ein Glas haben wir und ein Gummiband. Einfach einen Ärmel abschneiden, dann das Glas aufstellen, dann den Ärmel rein, dann das Gummiring drüber. Und dann kleben. Wir werden das sehen, ob das so einfach ist. Also ihr stellt das Glas hin, nehmt ihr den Ärmel auf links drehen, ja, also mit der schönen Seite innen. Unser Ärmel ist leider ein bisschen kürzer als das im Video, aber wir werden es schaffen. Dann kommt das Gummiband, Gummiringerl, hier einmal drüber über das T-Shirt
wahrscheinlich so ein bisschen mittig. Und dann muss man es ineinander stülpen. Warte, so. So, so. Heißklebepistole ist heiß, bitte Vorsicht, nicht lieber die Mama holen. Mal wieder die Mama holen, ne? Ich glaube so, oder? Hat sie es dumm? Also so rundherum. Das ist nämlich nicht so einfach. Okay. Ja. Ah! Oh shit. Also die Mama holen definitiv. Das wird jetzt eine super Sauerei. Das Problem ist, dass unser T-Shirt einfach viel zu kurz ist hier. Ah! Und ich einfach kein. Ah shit. Das war jetzt ein Fail. Das hat jetzt nicht geklappt. Wir müssen ein langärmeliges T-Shirt nehmen. Da das Ganze ein Fail war und ihr gesehen habt, ich mir halt die ganzen Finger angebrannt habe, haben wir was anderes gefunden. Und zwar haben wir so eine Leggings von der Lara, die ihr schon länger nicht mehr passt. Und da haben wir gedacht, da muss es einfach reichen. Oder Michelle? Da nehmen wir diese Beinchen weg und... Wir können das so... Okay. Ja, da haben wir auf jeden Fall mehrere Versuche und ich hoffe, dass ich mir nicht die Finger damit verbrenne. Wir schneiden mal so ein richtiges Bein ab. Vom Prinzip her ist es ja das gleiche. Kommt zuerst der Stoff so rum, also verkehrt rum. Oh, da ist ganz viel Kleber jetzt noch auf dem Glas. Ja, dann kommt das Gummiringel drüber. Ich glaube, so mittig sollte man das platzieren. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel Material haben. Okay, und jetzt stülpen wir das einmal so rein. Los geht's. Ich mache vielleicht immer nur ein bisschen. Oder? Und fertig ist das Crunchy. Schaut das nicht mega süß aus? Und es klappt tatsächlich. Es schaut hier innen zwar nicht so schön aus. Ich glaube, dass ich leider einfach etwas zu ungeschickt bin mit der Heißklebepistole. Oder, Michelle? Ja. aber falls eure Mutti oder ihr selbst vielleicht schon älter seid und besser mit der Heißklebepistole umgehen könnt, das ist auch ein echt großes Drum. Wir müssen so eine kleine handliche kaufen. Ach, ich sag's euch, ich habe mir jetzt echt die Finger verbrannt. Aber es hat sich gelohnt, es ist so cute. Zum krönenden Abschluss machen wir noch ein TikTok-DIY, welches die Lisa uns geschickt hat, was sie probiert hat. Das ist ziemlich lustig, schaut das aus und sehr einfach. Also das können auch bestimmt kleinere Kinder machen und das werden wir jetzt nachmachen. Das schaut sehr lustig aus und geht mega einfach. Also dafür braucht ihr eine Klopapierrolle. Solltet ihr jetzt in Genüge zu Hause haben. Ein Ballon. Hier ein Ballon. Und diese, wie ist es? Seidenpapier. Also ihr könnt Seidenpapier nehmen, Post-its oder schon fertiges Konfetti. Also nehmen das, dieses, oder? Nehmen wir das fertig. Wir können auch das probieren. Wir können alles dazu machen. Das ist so einfach. Also dafür einfach die Klopapierrolle bereithalten und die Washi-Tapes. Oder nehmen wir auch, Michelle? Washi-Tapes! Oder wir können die bunt machen nach Regenbogenfarben. Ja, genau. Also den Ballon einmal schneiden. Also diese Kappe, diese Runde. Weg. Und dann den drüber stülpen. Über ja, dann, ja, das muss man dann dran. Okay. So. Aber unsere Klopapierrolle ist nicht so. Ups. Unsere Klopapierrolle ist nicht Warum so robust. Unsere Klopapierrolle ist ein bisschen, ja, weicher. Gut, das könnt ihr jetzt verzieren, wenn ihr möchtet. Wir werden es jetzt auch kurz, oh Gott, das hat sich voll verschoben, schau mal. Ihr könnt Post-its auch nehmen und die bunt schneiden, so wie in dem TikTok. Oder ihr schneidet euch Seidenpapier. Wenn nicht jeder hat Konfetti zu Hause,
Und das sieht dann ein Spaß auszureißen. Ja. Wir schneiden das dann gleich hier rein. Wow. Michelle. Das wird sicher ein Spaß, das auszuräumen, wenn das funktioniert. So. Das stopft ihr alles da in diese Klopapierrolle hinein. Die Michelle möchte sicher gleich als erstes probieren, ob unser TikTok DIY hier klappt. Oh, das klappt nicht, weil die Klopapierrolle nicht rund ist. Warte, ich mach selber. Warte, ich drück's nochmal rein. Okay. Ja, das ist den Ballon abgezogen. Mann, Michelle. So sieht gut. Komm. Entschuldigung. Ja. Mama, lass mich. Oder ihr macht's einfach. Au, durch meinen Fuß. Durch meinen Fuß vielleicht. Ja, oder ihr macht einfach so. Aber bei der Lisa im Video schaut es auf jeden Fall viel, viel erfolgreicher aus. Deswegen schaut einfach mal bei ihr vorbei und in der Infobox. Und ich würde mal sagen, das war's mit dem Video, meine Lieben. Schreibt uns unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat und ob ihr Spaß hattet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, ich wollte da reinwerfen. Tschüss! Das räumt sie dann auf, nur damit ihr Bescheid seid. Nein! Gute Nacht! Du räumst sie auf. Bye bye!